Die Klosterschule Hochstraß im Wienerwald. Über 100 Jahre war hier die Heimat der Schwestern vom Orden, der Töchter der göttlichen Liebe. Eine Unternehmerfamilie aus dem Waldviertel verliebte sich in diesen Ort und beschloss vor 7 Jahren, aus dem altehrwürdigen Gebäude ein Hotel zu machen. Wir hatten am Anfang, war die Idee, sehr schnell ein Seminarhotel zu machen und eben kein Urlaubsdomizil, weil wir gedacht haben, hier in den Ausläufern vom Wienerwald oder im Randbereich vom Wienerwald gibt es schon sehr, sehr viele Ausflugsziele und Urlaubsziele und genau das wollten wir nicht machen. Und dann eben für ein Seminarhotel, dass man eben die notwendige Infrastruktur auch hat, damit die Leute ihre Informationen bekommen. Also musste das Kloster nicht nur baulich, sondern auch digital auf den neuesten Stand gebracht werden. Denn Businesskunden brauchen ein schnelles und gut funktionierendes Internet. In Niederösterreich hat die Eigentümerfamilie mit Kabel Plus den richtigen Partner gefunden. Wir sind stark auch im Bereich Projekt Solutions, Business Solutions, wo wir individualisierte, auf den Kunden maßgeschneiderte Lösungen machen. Das heißt jetzt nicht, dass es ein sündteurer Maßanzug ist, sondern es geht darum, dass wir entsprechend den Anforderungen, den Bedürfnissen und den Vorortbedingungen mit den Kunden gemeinsam ein Konzept ausarbeiten, hier ein griffiges Kalkulationsmodell aufstellen. Für uns war das die einzige Chance, hier auch ein schnelles Internet zu bekommen. Es war sonst kein anderer Anbieter, der uns das hätte bereitstellen können. Die außergewöhnliche Lage des Refugium Hotel Hochstraß mitten in der Natur war für Kabel Plus auch ein außergewöhnliches, aber machbares Projekt. Die Herausforderung bestand darin, dass wir eine Leitung in diese alten Gebäude bringen, die in einer sehr idyllischen Lage liegen. Und die beste Lösung war dann, dass man teilweise mit der Stromzuleitung ein Glasfaserkabel mitverlegt. Mittlerweile ist die Sanierung abgeschlossen. Man spürt noch den Geist des ehemaligen Klosters. Die Innenarchitektur ist klar strukturiert und mit einem modernen Lichtkonzept abgerundet. Die Seminarräume sind mit Panoramafenstern ausgestattet. Damit hat der Kunde einen herrlichen Blick auf das östliche Mostviertel. Also die Firmen schätzen in erster Linie die Ruhe, dass man sich konzentrieren kann auf das, was man eigentlich hier vorhat. Das Klosterhotel Refugium wird nicht nur von Firmenkunden geschätzt. In der hauseigenen Kapelle finden regelmäßig Hochzeiten statt. Ein Ort, der seinesgleichen sucht. Wir haben auf der einen Seite gesagt, wir wollen den klösterlichen Charakter erhalten. Deswegen, es gibt keine Fernseher auf den Zimmern, weil wir gedacht haben, bei Seminaren, die heutzutage 2, 3 Übernachtungen maximal sind, dann sollen die Leute sich untereinander unterhalten und eben nicht abends vor dem TV hocken. Aber sie brauchen dann eine Möglichkeit, ihre notwendigen Informationen, geschäftlichen Informationen zu bekommen, dass sie sich eben frühs, mittags, abends gegebenenfalls zurückziehen können und sehen, was war denn tagsüber in der Firma los. Und das muss jederzeit funktionieren. Die superschnelle Glasfaserleitung ist noch mit einer Backup-Lösung abgesichert. Wie das Internet, so wird auch die Telefonanlage über die Leitung betrieben. Mit Glasfaser hat man physikalisch praktisch unendliche Möglichkeiten, Bandbreiten zu beziehen. Damit ist die Grundlage gelegt für die Stabilität und Zukunft für das Hotel. Das Refugium Hochstraß zeigt, dass die Digitalisierung auch abseits der Metropolen funktioniert.